Heute zeige ich euch, wie man in Excel eine verknüpfte Grafik einfügt und das gleiche in PowerPoint. Und ich habe das Ganze auch dokumentiert in meiner Webseite, wo ihr euch diese Beispiele noch genauer anschauen könnt. Zunächst mal, man hat hier in Excel die Möglichkeit, wenn man was markiert und mit STRG C diesen Bereich kopiert, dann kann man das wo an anderer Stelle, auf einer anderen Seite, zum Beispiel hier, aber auch jetzt so eine Demo hier, einzufügen. Und zwar nicht einfach hier so einfügen, sondern unter Inhalte einfügen. Da findet ihr da unten eine verknüpfte Grafik. Eine Grafik ist es so, wenn ihr das einfach einfügt, hier, wenn ihr zunächst mal das so macht und als Grafik einfügt, dann ist es wie ein Bild, ein Pixelbild. Das hat zur Folge, dass wenn ihr jetzt hier irgendwas ändert, dann bleibt die Grafik immer gleich. Das ist also quasi ein Zustand, wie es einmal war. Wenn ihr dann hingeht und sagt, okay, ich füge das aber ein als verknüpfte Grafik, hier unten, das hieß früher Kameraobjekte, dann hat es zur Folge, dass wenn ihr jetzt irgendwas markiert oder ändert, dass sich automatisch, zauber, zauber, das Ganze auch in dieser Grafik ändert, in dieser verknüpften Grafik. Jetzt ist so, wenn man allerdings versucht, eine Tabelle, das ist ja eine Tabelle, also wenn man sowas hat hier, sowas, als Zahlenblock, wenn man sowas hat, dann ist es ganz normaler, klassischer Excel-Zellbereich. Wenn man sowas formatiert als Tabelle, dann wird es zu einer echten Tabelle oder List Object heißt es, glaube ich, in VBA. Dann, also wenn man so macht und sagt Überschrift, dann wird es zum Komplettbereich. Wenn ich jetzt hingehe und so einen kompletten Bereich nehme, sage STRG C, also eine echte Liste, dann und versuche die einzufügen, dann werdet ihr sehen, dass es da nicht mehr geht. Da gibt es keine verknüpfte Grafik. Hat Microsoft wohl irgendwie vergessen oder aus einem anderen Grund rausgenommen. Ist einfach als Objekt herausgenommen. Man kann es einfach nicht einfügen, man kann es maximal, glaube ich, als Grafik einfügen. Da ist sie. Als Grafik hat aber zur Folge, dass wenn ich jetzt was ändere, dass das dann natürlich nicht übernommen wird. So, das war die Schulung zum ersten Teil. Einfügen einer verknüpften Grafik. Ging ein bisschen rasch, aber hier könnt ihr es auf der Webseite nochmal nachlesen, wie man das einfügt. Und zwar immer darauf achten, das ist ein klassischer Bereich, ist ein klassischer Zellbereich, den könnt ihr als Kameraobjekt, so hieß es früher, übernehmen. Dann gibt es noch eine zweite Sache, wenn ihr so die klassischen, wir müssen was in PowerPoint machen, Dokumentler seid, dann habt ihr ja, folgendes, dann habt ihr immer so schöne Präsentation vor der Geschäftsleitung und ihr wollt es einfügen, dann geht ihr dahin und sagt, okay, das sind unsere neuesten Zahlen. Das löschen wir jetzt mal in diesem Beispiel, weil das brauchen wir ja nicht mehr. Das kommt so rauslöschen. Dann könnt ihr so ein Objekt übernehmen. Wir haben ja gerade gelernt, das hier geht nicht komplett. Man braucht hier das muss man dann zurückkonvertieren unter immer unter Entwurf findet man das Teil, dann kann man es da in Bereich konvertieren, dann wird es wieder ein Standard so. Und jetzt kann man es kopieren, also klassischer Bereich kopieren, geht man dann ins PowerPoint rein, kann man hier einfügen und jetzt, wenn ich jetzt einfügen möchte, dann geht es nicht, man sieht es, geht es als Grafik, das ist auch schon alles. Dann ist der Trick der dahinter, dass man hingeht und sagt, Start, also Ribbenbar Start oder Menü Start einfügen und da gibt es unter Inhalte einfügen, Verknüpfung einfügen und dann findet er dieses Microsoft Excel Arbeitsmappe Object, das ist ein Binary Object, das geht dann so rein und da haben wir jetzt auch dann dieses Objekt drin und wenn ich jetzt hier was ändere in meinem Teil, das L, ich mache das mal nebeneinander, diese zwei Sachen. Wenn ich da jetzt was ändere in der Originalquelle, macht da was hübsch, dann ändert sich das auch zeitgleich in der Zieltabelle. Und wenn man das jetzt normalerweise quasi zum ersten Mal öffnet, wenn man das jetzt also speichert, macht das zu und jetzt arbeitet man so schön und macht dieses PowerPoint wieder auf, dann hat sich nichts geändert.
Und wenn ich jetzt hierher gehe, mache hier eine weitere Änderung, dann, wo bin ich denn? So, dann sieht man, Windows rechts, dann sieht man, dass die Änderung nicht übernommen worden ist. Das wird erst aktiv, sobald man hier auf draufklickt, rechte Maustaste, Verknüpfung aktualisieren, dann wird es übernommen. Und ab dem Moment bleibt das Ganze auch aktiv und wird dann auch immer zeitgleich wieder übernommen. Also da wird mit diesem Aktivieren wird auch das Ganze nicht nur aktualisiert, sondern auch das Ding übernommen. Da ist verknüpft das Worksheet Object, kann man natürlich auch drauf gehen. Und man kann, wenn das geschlossen ist, mit Doppelklick drauf gehen. Da wird auch per Doppelklick hüpft er dann zur linken Seite. So, und das war jetzt eine kleine Schulung zu diesem Excel verknüpfte Grafik. Und ich habe das Ganze euch auf der Webseite dokumentiert. Da findet ihr dann den ganzen Bereich wieder.